Guten Morgen. Gallup liegt natürlich an der Route 66, aber war für uns als Übernachtungsoption eigentlich nur geeignet, weil man von hier relativ gerade hoch Richtung Four Corners Monument und dem Monument Valley kommt. Das ist nämlich unser Plan. Wir verlassen heute also die Route 66 und machen einen Abstecher nach Colorado und Utah. Auf dem Weg dorthin kommen wir auch kurz nach Arizona. Morgen, so der Plan, soll wieder Gallup unser Ziel sein, wo wir die Route 66 fortsetzen. Wie gesagt, soweit der Plan. Heute Abend haben wir auf jeden Fall wieder gut 200 Meilen mehr auf dem Tacho. In Gallup frühstücken wir in Sandra's Place, auch eine Empfehlung der Tourismusmanagerin, die wir ja gestern in Albuquerque getroffen haben. Von außen mehr wie unscheinbar, aber das Frühstück können wir nur weiterempfehlen. Frisch zubereitet und günstig. Auch unser Hotel, das historische El Rancho, ist eine absolute Empfehlung. Okay, es gibt sicher günstigere Motels in Gallup, aber wenn man schon hier übernachtet, sollte es wirklich im El Rancho sein. Für die üblichen Motelketten gibt es andere Orte und wenn wir ehrlich sind, das El Rancho ist auch die einzig wirkliche Attraktion hier. Wir fahren durch New Mexico durch einsame Landschaften. Sehr, sehr einsam, aber schön. Es gibt wenig Möglichkeiten zum Anhalten, so nutzen wir fast jede Tankstelle, um uns kurz die Beine zu vertreten und uns mit frischem Kaffee zu versorgen. Natürlich auch, um den Alten zu entsorgen. Ihr versteht, was wir meinen. Gefühlt geht es fast nur geradeaus, aber hin und wieder kommt eine Kurve. Und plötzlich ist es wieder eine komplett andere Landschaft. Absolut faszinierend. Normalerweise ja. Ja, ne? Ich fange jetzt aber nicht an, weil ich gleich umstellen muss. Okay. Was ist in Utah? Haben wir da noch Mountainsberger? Da ist die Mountainsberger. Das Four Corners Monument ist in den ganzen USA der einzige Punkt, an dem vier Bundesstaaten aufeinandertreffen, sonst sind es maximal drei. Hier haben wir New Mexico, Arizona, Utah und Colorado. Mitten in der Wüste setzte man an diesem Punkt ein Denkmal und da das Ganze auf Navajo-Gebiet liegt, zahlt man hier natürlich Eintritt. $8 pro Person ist selbst für Indianer ein fairer Preis, zahlen wir. Wann ist man schon sonst nochmal hier?
Ein Tipp, Selbstverpflegung ist angesagt. Abzockerpreise für Snacks und Getränke braucht kein Mensch. Die Souvenirs sind auch das Geld nicht wert. Finger weg. Und das sagen wir, die sich gerne überall mal ein Andenken mitnehmen. Für die insgesamt 16 Dollar durften wir immerhin auf einem unbefestigten Schotterparkplatz parken, war schon etwas abenteuerlich, vor allem die Fahrt über die Schotterpiste. Aber unser treuer Gefährte Doc hat es ohne Blessuren überstanden. Die Toiletten haben wir übrigens weitläufig vermieden, Dixies sind auch zu Hause für uns keine Option. Und das für 16 Dollar Eintritt, okay. Am Four Corners Monument merken wir, dass ein ziemlich heftiger Wind weht. Uns ist das Sandgestöber schon die ganze Zeit aufgefallen, aber im Auto merkt man es halt nicht so. Wir werden es heute noch richtig zu spüren bekommen. Immer gut. Hey. Steht da eigentlich dran? Die dürfen hier nicht die Asche verstreuen von den Verstorbenen. Ach so, okay. Das heißt es. Da wirst du, wenn wir mal wieder am Dreiländerpunkt sind. Das war der Unser Besuch beschränkte sich also auf einen kurzen, aber doch interessanten Rundgang. Der Wind war wirklich übel, aber dafür kann keiner was. Wir haben es übrigens sogar geschafft, mit allen vier Gliedmaßen gleichzeitig in vier Staaten zu sein. Und das ohne Verrenkung. Wir haben da doch etwas merkwürdigere Turnübungen beobachtet. Geht auch in einfach. Ganz schön warm, ne? Denk mal da ganz außen rum, da sieht es ganz gut aus, ne? An den Bänken vorbei, oder? Ja. Hier kannst du sogar. Ja, kannst du hier sitzen.
Wer uns kennt, der kennt auch unsere, nennen wir sie mal, USA-Staaten-Bucketlist. Also nur am Four Corners stehen zählt jetzt nicht, da müssen wir schon richtig hin. Kaffee haben wir auch dabei, also vom Four Corners weg geht es noch ein Stück durch New Mexico und dann sind wir in Colorado. Der nächste Start auf unserer Liste zum Abhaken. Die Tüte Haribo haben wir leider vergessen. Wir übernachten heute übrigens in Bluff, Utah. Der Ort heißt tatsächlich so und es gibt ihn also kein Bluff. Und somit geht es in den nächsten Bundesstaat, der zählt, wenn da nicht der Stau wäre. Baustelle. Und typisch amerikanisch lang. Irgendwann hätten wir links gemusst, aber die Ausfahrt verpasst. Die einzige auf dem Stück wohlgemerkt. Also komplett durchgefahren durch die Baustelle, irgendwann gedreht und wieder zurück. In den Stau. I want more out of life. The longer we stay here, our boots get stuck in the mud. Let's pack up a life, baby, and call it a night. 'Cause the longer we stay here. Wir standen am Pole Position, bis wir weiterfahren durften. Der nette Stoppschildmensch, der da bei dem Wind und der Hitze tapfer sein Schild hielt, hat sich übrigens über die Flasche Wasser, die wir ihm gegeben haben, gefreut. Und dann kam sie, unsere Abfahrt Richtung Utah. Der Spaß durch die Baustelle hat uns etwas Zeit gekostet, aber wir sind gut im Plan für unsere Monument Valley Loop. Ha, und es wird anders kommen. Let's kiss the past goodbye. I'm longing to live this free life I've been hearing about. You will see us howling like wolves in the night. So, jetzt fahren wir in Utah. Sind wir in Utah? Yes, jetzt fahren wir in Utah. Irgendwie haben wir den Eindruck, dass Utah schon wieder etwas anders aussieht als New Mexico und Colorado. Gleiche Wüste, andere Landschaft. Und es zieht sich. Und dann endlich eine Tankstelle. Seit den Dixies am Four Corners sind schon 3 Stunden vergangen und man kann ja nicht alles ausschwitzen. Mittlerweile bringt die Aircondition nicht mehr so viel. Wir haben fast 40 Grad draußen. Und Wind. Angenehm ist das nicht. Die Tankstelle gehört zu Aneth, dem südöstlichsten Ort von Utah, so mal am Rande. Okay, eigentlich ist es mehr eine Ansiedlung und es gab zur Volkszählung 2020 immerhin 427 Einwohner. Ehrlich gesagt haben wir außer der Tankstelle nicht mehr gesehen. Montezuma Creek scheint da schon etwas größer, aber weit gefehlt weniger Einwohner. Unterwegs fallen uns immer wieder Ölpumpen auf, die in Betrieb sind. Hier in der Gegend hätten wir die niemals vermutet, aber zu dem Zeitpunkt wussten wir ja auch nicht, dass die weltersten Ölbohrungen in Deutschland waren.
irgendwann im Frühjahr 1856 nämlich in Dithmarschen nördlich von Hannover. So viel am Rande. Das Navi hat irgendwann die Idee, uns eine Alternativroute vorzuschlagen. Aber das lassen wir dann doch lieber. Eine Schotterstrecke irgendwo in nirgendwo von Utah ist nicht das, was wir möchten. Also geht es über die Mesas, wieder durch wunderschöne und abwechslungsreiche Landschaften. Hinter jeder Kurve, also wenn dann mal eine kommt, sieht es anders aus. Ganz plötzlich sind wir im Bluff. Eine kleine Siedlung kurz vor dem Monument Valley. Immerhin eine gut sortierte Tankstelle, an der wir uns mit Lebensmitteln versorgen, denn die brauchen wir auch. Seit dem Frühstück heute Morgen gab es nämlich nichts mehr, außer Kaffee natürlich. Der Wind hat sich mittlerweile zu einem kleinen Sandsturm entwickelt und unsere liebe Gastgeberin im Mookie Motel riet uns ab, heute noch ins Valley zu fahren. Zu gefährlich und man würde eh nichts sehen. Das wurde uns von einem jungen Schweizer, der auch in unserem Motel übernachtete, bestätigt. Also Planänderung. Wir haben es echt schön und gemütlich angetroffen in unserem Motel, also werden wir es genießen. Und aus dem Café auf der kleinen Terrasse entwickelte sich ein schöner, unterhaltsamer und gemütlicher Abend. Danke an Jan aus der Schweiz und Ulrike und Lars aus Dresden. Es war schön mit euch. Wir denken noch oft an den Abend mitten in der Wüste von Utah und folgen euch auch auf Insta. Morgen werden wir also nicht mehr nach Gallup zurückfahren. Wir schludern einfach ein paar Meilen Route 66 und fahren vom Monument Valley runter bis nach Lupton, der Grenze von New Mexico nach Arizona.
Würden wir morgen unseren für heute geplanten Loop fahren und dann zurück nach Gallup, würde es viel zu spät werden, um unser morgiges Ziel Holbrook anzusteuern. Aber dazu mehr in Episode 22. Neugierig geworden? Abonniere unseren Kanal und verpasse keinen Tag von der Reise unseres Lebens Route 66, The Trip of Our Lifetime. Und wenn es dir gefallen hat, dann lass noch einen Daumen und ein Abo da. See you next week.